Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 150, ein kleines Jubiläum. 150 Pokémon und 150 Folgen Anstoß 3. Mittlerweile sind es mehr Pokémon und es werden auch hoffentlich bald mehr Folgen Anstoß 3 werden. Aber es steht das Saisonfinale 2028-29 vor der Tür, noch 3 Spieltage. Wir werden alles sehen, was mit uns passiert, wer deutscher Meister wird, wer aufsteigt, wer absteigt, ob ich entlassen werde, ob nicht, was noch so alles passiert. Wir haben eine Mission. Das Saisonziel lautet Aufstieg. Noch 3 Spiele sind zu spielen. Wir haben 9 Punkte Rückstand. Es ist aber noch nicht unmöglich. Wir haben 9 Punkte Rückstand auf den 2-platzierten Wien Wiesbaden und auf den 3-platzierten Holstein Kiel. Das heißt, wenn eine dieser Mannschaften nur einen Punkt holt, können wir sie nicht mehr einholen. Wir selber müssen alle 3 verbleibenden Spiele gewinnen, dabei viele Tore erzielen. Unsere Tordifferenz ist nämlich auch bemerkenswert schlechter. Allerdings, ja, zumindest einen dieser beiden Teams muss alle Spiele verlieren. Wir müssen alle Spiele gewinnen. Und wir müssen nebenbei dann natürlich auch noch die ganzen anderen Teams hier überholen. Was sich dann hoffentlich ergibt. Es ist fast unmöglich, aber nicht ganz unmöglich. Und es ist natürlich auch wichtig, dass ich meinen Job erhalte. Dass ich jetzt hier nicht in der ersten Saison beim HSV rausfliege. So schlecht habe ich es doch bisher nicht gemacht. In der Rückrundtabelle stehen wir auf Platz 6. Aber das ist zu wenig, wenn man aufsteigen will. In der Hinrunde habe ich 5 Punkte aus 4 Spielen geholt. Ja, wenn wir nur einen Punkt liegen lassen, dann können wir nicht mehr aufsteigen. Der Vorstand ist immer noch nicht sonderlich zufrieden. Aber wenn ich es bis zum Ende der Saison durchhalte und nicht entlassen werde, dann wird der Vorstand sich wieder beruhigen. Ich werde ja dem Verein, wo ich so viel Geld ausgegeben habe, dann etwas mit etwas mehr Nachhaltigkeit in die neue Saison führen können. Das ist natürlich auch wichtig. Englische Woche hier. Ich werde dementsprechend ein wenig rotieren. Deswegen spielen Frischewski, Duziak, Marshall ist noch, ein Einsatz wäre riskant, deswegen spielt er nicht. Und solange es noch um was geht, werde ich ja auch nicht zu viel rotieren. Munoz kommt aber nochmal rein. Und Wittmann, wo ist der? Wittmann. So, wir sind deutlich stärker als Jahn Regensburg. Könnten sie direkt überhaupt spielen. Weiterhin mit maximalem Einsatz. Ansprache schenke ich mir, auswärts vor 10.500 Zuschauern, Regensburg, nur eins der letzten 6 Spiele gewonnen, David Trezeguet tippt 2:1 auf Regensburg, wir haben keines der letzten 6 Spiele verloren, dieser Trend soll anhalten, jede Niederlage kann mir nach wie vor den Job kosten, Timinski auf Hasse, Michael Gonzalez gegen Krzyzewski, der gewinnt den Zweikampf mit Entschlossenheit, wir brauchen 3 Punkte. Gucken jetzt auch gar nicht, was die anderen Teams machen. Erst nach dem Abpfiff. 19 Meter Torentfernung. Munoz legt ab. Lange flankt in den Strafraum. Der Ball bleibt vorher in der Mauer hängen. Dann war das spannend im letzten Spiel, wo wir hinten lagen, das dann noch gedreht haben. Jetzt Lange mit dem Eckball. Der Ball senkt sich. Gonzalez geht kein Risiko. Lenkt den Ball über die Latte. Nächster Eckball jetzt von der linken Seite erneut. Ich hoffe für meine Nerven, dass ich... Oane springt der Ball ans Knie von dort aus in die Arme des Keepers, dass ich mich jetzt hier... Wir es nicht so spannend machen. Ich werde mal was zur Halbzeit zu führen oder mit mehreren Toren zu führen. So, jetzt Wittmann gegen Tufiqui überläuft ihn. Munoz. Ein Mann, der durchaus, auch wenn er nicht immer selten in der Startformation spielt, viele wichtige Aktionen geliefert. Doppelpass mit Thuram jetzt hier. Versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen. Stolpert ihn leider ins Aus. Oh, Tom Bark mit dem 1-0 für Regensburg in der 35. Minute. Oh mein Gott, wir liegen schon wieder hinten. Van Drongelen sieht gelb. Oh mein Gott, Timinski sieht auch gelb. Oh, da, ganz wichtig, der Ausgleich nach Vorlage von Munoz, Patrick Lange. Meine Nerven können sich noch zum Halbzeit-Tee beruhigen. Das muss man der Mannschaft zugutehalten. Sie liegen oft hinten, kommen dann aber oft schnell wieder zurück. Pollersbeck spielt oft gut heute, allerdings nicht. Ich kritisiere ihn dafür, eher Globbesserung. Wir sind aber eigentlich die deutlich aktivere Mannschaft. Da wundern mich die ganzen schlechten, durchwachsenen Noten hier. Aber ich sage, macht sie fertig. Die sollen das Spiel so schnell nicht vergessen. Ich will Tore. Hätte ich sie vielleicht lieber antreiben sollen. Ah, 2 späte Tore in der ersten Halbzeit. Jetzt Bark, der Torschütze, mit dem Einwurf auf Timinski. Der flankt auf den kurzen Pfosten, aber zu kurz, Abstoß. Ein Unentschieden könnte mir auch den Job kosten. Das sollte mir bewusst sein. Vor allem würde es uns den Aufstieg kosten. Dreht sich, der Ball wird aufs kurze Eck gezogen. Pollersbeck steht genau richtig und hat den Ball. 65. Minute können wir wieder ein Spiel komplett drehen. Hätte ich vielleicht doch nicht rotieren sollen, aber 2 Spiele in einer Woche vielleicht auch zu viel. Ich bringe Schäfer für Duziak.
war am Tsiyaturam-Haarschar vorbei. Artistisch eine anspruchsvolle Aktion. Leider nicht geklappt. Riesco kommt für Ritchie in der 71. Minute. Und Okusei mit dem 2:1 für Regensburg. Ei, 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 was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Stelle auf Offensive um. Oh mein Gott. Wird mir diese potenzielle Niederlage den Job kosten? Chapman kommt für Munoz. Ich stelle auf Brechstange. Oh mein Gott. Können wir nochmal den Ausgleich schaffen? 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 90. Minute, Tufiki. Es wird auf jeden Fall nichts mit dem Aufstieg. Werde ich jetzt entlassen? Michael González, Großkreuz. Kevin Großkreuz. Keine Zeit für Späße mehr. Jetzt macht das, Leute. Können wir vielleicht nochmal irgendwie den Ball bekommen? Abseits der Linienrichter lässt die fahren. Unten Volleyschuss Kruse in die Wolken. Und lange nochmal in der 90. Minute. Können wir nochmal den Ausgleich schaffen? In der 90. Minute. Nein, der Ball landet im Tor aus. Und das Spiel ist zu Ende. Wir haben verloren gegen Jan Regensburg. González, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 4. Mäßig. Wir fallen in der Tabelle von Platz 10 auf Platz 11. Oh mein Gott, die Nervosität. Werde ich jetzt gefeuert? Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Dresden. Das Saisonziel ist definitiv gescheitert. Meine Mission wird nicht erfüllt. Regensburg gewinnt 2:1 gegen uns. Chemnitz, oh mein Gott, die Pumpe geht. Chemnitz verliert 0:1 gegen St. Pauli. Bochum spielt 1:1 gegen Wiesbaden. Stuttgart spielt 0:0 gegen Münster. Uerdingen gewinnt 2:1 gegen Halle. Aue gewinnt 3:0 gegen Karlsruhe. Holstein Kiel gewinnt 8:1 gegen Hertha. Und Nürnberg gewinnt 4:2 gegen Sandhausen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Nervosität, die Nervosität, die Nervosität. Uerdingen, ja. Sandhausen ist ebenfalls abgestiegen. Absteigen können wir theoretisch noch. Wir haben 6 Punkte Vorsprung auf Karlsruhe. Wir können nicht mehr aufsteigen. Ist das die Entlassung? Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn unser Manager sicherlich in der Öffentlichkeit einen hervorragenden Ruf genießt, werden wir in Zukunft ohne ihn auskommen müssen. Er scheint nicht zu diesem Verein zu passen. Ich glaube, so kann man es sagen. Und von daher wurde er gefeuert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? So schlecht war ich nicht. Ich habe den Verein finanziell ruiniert, viel Geld ausgegeben, habe das Saisonziel nicht erreicht. Aber so schlecht war ich doch jetzt wirklich nicht. Immerhin ist die Trennung einigermaßen stilvoll und ohne blöde Sprüche. Ja, ich habe mir ein großes Ziel angreifen, ist das wieder das Lemon-Cookie-Syndrom. Gar nicht so schlechte Leistungen bringen, aber sich auf zu hohe Ziele einigen. Ich habe gesagt, wir steigen auf, ich habe es nicht geschafft, dementsprechend schmeißt man mich raus. Ja, was soll ich dazu sagen? Berechtigt, aber einerseits waren wir auch nicht so schlecht. Ich hoffe, das wirft jetzt kein schlechtes Licht auf mich, die zweite Entlassung innerhalb eines Jahres. Ja, wir haben nicht die Saison durchhalten können. Diese Niederlage hat uns den Job gekostet. Wir nehmen die Abfindung, weil ich möglichst schnell wieder einen Job haben möchte. Thorsten Frings wurde auch entlassen bei Freiburg. Wir bekommen neue Angebote bei Garching und Cottbus. Stehen im Mittelfeld ihrer jeweiligen dritten Liga. Ich könnte bei Garching das Saisonziel Klassenerhalt. Also noch 2 Spieltage zu bestreiten. Ne, ich möchte in der zweiten Liga bleiben. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu lange warten muss. Ja, ich werde abgewertet. Zweite Entlassung innerhalb von 2 Jahren. Eigentlich sogar innerhalb von einem Jahr. Ja, es hat nicht sollen sein. Ich habe, wie gesagt, sehr viel Geld ausgegeben. Durchaus gute Leistungen zwischendurch gebracht, aber es war dann halt nicht gut genug. Ich kann mich nicht beschweren, aber ich hoffe, dass es jetzt auch kein zu schlechtes Licht auf mich und meine Karriere rückt. Ich hoffe, dass ich nochmal die Chance habe, jetzt in der zweiten Liga. Gut, jetzt wurde ich auf Level 1 abgewertet. Jetzt kann ich wahrscheinlich nochmal in der dritten Liga anfangen. Gucken wir erstmal, wie die Saison endet und atmen wir erstmal durch. Schade, schade, schade. Aber so ist der Fußball. Lemon Cookie 2.0 möchte ich mir aber noch nicht ankreiden lassen. Das war jetzt meine zweite Station. Und der HSV, da haben sich ja schon andere die Finger dran verbrannt. Deutschland gewinnt 3:1 in der WM-Quali. Gucken wir aber trotzdem, was mit dem HSV passiert. Das müsste jetzt der 33. Spieltag sein. Bayern München Tabellenführer, dahinter Leipzig. Freiburg abgestiegen, Düsseldorf dürfte abgestiegen sein. Union mit 35 Punkten auf Platz 16, davor Unterhaching 36 Punkte, Würzburg 37 Punkte, Augsburg 38 Punkte. In der zweiten Liga, ja, Leverkusen ist aufgestiegen. Kiel dürfte beim jetzigen Stand auch aufgestiegen sein. Wien, Wiesbaden mit 55 Punkten, Dritter, Hertha mit 55 Punkten, Vierter. Der HSV führt mit 2:0 gegen Nürnberg, ja, beendet die Saison doch mal gut. Ja, Sandhausen, Uerdingen, Chemnitz sind abgestiegen. Karlsruhe kämpft hier noch mit Münster. Und in der dritten Liga
Fortuna Köln dürfte aufgestiegen sein. Paderborn beim jetzigen Stand wohl auch. Abgestiegen Magdeburg, Nordhausen, Dresden. In Duisburg dürfte auch abgestiegen sein. Flensburg und Bremen und Havelse streiten sich noch um den Klassenerhalt. Kaiserslautern aufgestiegen. Greuther Fürth streitet sich wohl noch mit Ingolstadt und Darmstadt. Das ist natürlich gerade erst die 84. Minute. Warten wir noch ab. Abgestiegen. Ja, ich sehe es jetzt nicht genau. Wir werden sehen. Christoph Daum ist bei Garching. Dürfte aber auch schon im höheren Alter sein. Oh, oh, oh. Stefan Effenberg ist mein Nachfolger. André Schubert, der Nachfolger von Thorsten Frings. Ja, Herr Frings, wollen wir zusammen irgendwie ein Geschäft aufmachen? Friseursalon oder so? Ja, der Effenberg. Werden Sie wieder sagen, die Claudia, die war immer beliebt bei den einfachen Leuten beim Bäcker. Die hat alle, ja, sowas hat man doch damals über sie in Paderborn gesagt. So, die Claudia war beliebt bei den Leuten. Der Stefan ist jetzt beim HSV. So, Energie Cottbus möchte mich haben. Und da auch immer Grüße nach Cottbus. Haben wir immer mit Interesse hier verfolgt, was die Cottbusser so machen. Soll ich Energie Cottbus übernehmen? Nein, ich würde gerne in der zweiten Liga arbeiten. Das wird aber wohl nichts. Cottbus wäre natürlich interessant, aber warten wir erstmal noch ab. Erstmal mal nicht direkt das erstbeste Angebot unterschreiben. Mal noch kurz durchatmen. David Heinrich geht von Duisburg nach Dynamo Dresden. Wohlfahrt von Hannover nach St. Pauli. Ja, das hat leider nicht sein sollen. Aber ich bin überzeugt, dass ich mit diesem Kader in der nächsten Saison den Aufstieg geschafft hätte, wenn man mir mal etwas Zeit gelassen hätte. Aber das gibt es beim HSV selten. Das dürfte jetzt, wenn ich mich nicht täusche, der 34. Spieltag sein. Wir klicken mal kurz in der 84. Minute auf Pause. Bayern München 2 Punkte vor Leipzig. 3 Punkte vor Schalke. Union Stand jetzt abgestiegen. 1 Punkt Rückstand auf Unterhaching. 2 Punkte Rückstand auf Würzburg. In der zweiten Liga jetzt gerade. Kiel auf 2. 5 Punkte Vorsprung vor Hertha. Hertha 1 Punkt Vorsprung vor Aue. Wiesbaden nur noch 5. Der HSV liegt 1-0 in Stuttgart zurück. Ja, das ist der 34. Spieltag. Karlsruhe stand jetzt abgestiegen in der 84. Minute. In der Regionalliga Nord stand jetzt Werder Bremen abgestiegen. Havelse 1 Punkt mehr. Köln und Paderborn, Fortuna Köln, SC Paderborn aufgestiegen. Regionalliga Süd stand jetzt Greuther Fürth aufgestiegen. 2 Punkte vor Ingolstadt. Abgestiegen stand jetzt Aalen, Nürnberg 2 und Homburg. Und wer wird deutscher Meister? Bayern München. Nach einigen Jahren der Durststrecke ist der FC Bayern wieder deutscher Meister. Tottenham, Monaco, Sampdoria, Genua und Leganés sind Meister. Timo Werner und Patrick Sontheimer sind die Torschützenkönige. Kai Havertz in der zweiten Liga. Beim HSV hat es dann wohl nicht gereicht. So, wir gucken mal an. Wir bekommen Angebote von Waldhof Mannheim. Die sind allerdings abgestiegen. In Garching. Kann man hier überhaupt in die vierte Liga mitgehen? Würde ich mich dann sofort wieder rausschmeißen? Nee, dann warte ich noch bis zur nächsten Saison. Gucke, ob ich nochmal in der zweiten Liga unterkomme. Mit meinem jetzigen Trainer Level 1 dürfte das allerdings schwer werden. Calvin Phillips wechselt von Leeds United nach Eintracht Frankfurt. Ja, und dann von Nürnberg nach Delfino Pescara. Ja, es hat leider nicht geklappt beim HSV. Gucken wir uns mal noch die ganzen Endspiele an. Gladbach gegen Boras im Euroleague-Finale. Wird die Europa League. Oh, sie wird im Elfmeterschießen entschieden und Gladbach behält die Nerven im Elfmeterschießen und gewinnt die Europa League. Was für ein spannendes Spiel. 0 Tore in der regulären Spielzeit, 0 Tore in der Verlängerung und dann 9 Treffer im Elfmeterschießen. Gladbach gewinnt die Europa League. Herzlichen Glückwunsch. DFB-Pokalfinale. Warum wurde jetzt mal erstmalig nicht gezeigt, wer wen besiegte auf dem Weg im Finale? Das wurde doch sonst immer gezeigt. Warum wird das jetzt nicht gezeigt? Das wundert mich jetzt. Dortmund gewinnt 1-0 gegen Erzgebirge Aue. Man United, Lille, Genua und Atletico Madrid gewinnen die Pokale. Genua also mit dem Double. Aue als Zweitligist dürfte aber trotzdem international dann vertreten sein. Ich kann leider jetzt die Abschlusstabelle nicht sehen. Waldhof Mannheim möchte mich haben. Ich sage erstmal nein. Kretzer wechselt von St. Pauli. Obwohl, jetzt bin ich nicht mehr in der zweiten Liga. Jetzt brauche ich auch die Transfers von Zweitligisten nicht mehr vorlesen. Keine anderen relevanten Transfers. Ja, wenn ich einen neuen Job habe, werde ich natürlich wie immer einige Spieler nachholen, die mich begleitet haben. Aber erstmal gucken, wo ich landen werde. Champions League Finale, Sociedad gegen Manchester City, das war nicht so spannend. Man City mit 3-1 die Champions League gewonnen. Glückwunsch. Waldhof Mannheim möchte mich immer noch haben, ich sage immer noch nein. Iheanacho wechselt von Bordeaux nach Uerdingen.
Ja, und wir in Folge 150 liefern jetzt mal eine etwas längere Ausgabe. Da wir jetzt mal noch in die... Ich werde diese Sommervorbereitung ja jetzt nicht mit einem neuen Club machen können. Deswegen springen wir jetzt einfach mal ein paar Wochen in die Zukunft. Boca Juniors gewinnt die Club-WM gegen Man City. Achim Bayerlorzer, Trainer des Jahres in Deutschland. Lloyd Kelly, Fußballer des Jahres in Deutschland. Martin Nolte von Lille, Europas Fußballer des Jahres. Ein internationales Turnier steht nicht an. Deutschland auf Platz 1 in der 5-Jahres-Wertung nach dem Sieg der Euroleague. England auf 2, Spanien auf 3, Italien auf 4, Frankreich auf 5. So, Saisonvorbereitung, wie gesagt, ich bin mal wieder nicht beteiligt. Wäre eigentlich schön, das mal zu machen, aber leider wurde ich wieder kurz vorm Ende der Saison entlassen. Das darf sich jetzt kein drittes Mal wiederholen, sonst dürfte meine Karriere in Schwierigkeiten geraten. Jetzt sehe ich das noch gelassen, es war halt der HSV, muss man halt so sagen. Da passiert sowas alle Tage, alle Jahre. Özkan wechselt von Heidenheim nach RB Leipzig. William Rabbit von Dortmund nach Villarreal. Ich meine, ich kann dem HSV jetzt keine Vorwürfe machen. Ich habe das Saisonziel, was ich angekündigt habe, nicht erreicht. Aber hätte ein anderer Verein mich entlassen? Ich weiß es nicht. Es gab auch genug Argumente, mich zu behalten. Aber ich möchte jetzt nicht über Vergangenes reden. Wir blicken in die Zukunft und verfolgen mal wieder mit Interesse, was hier so sonst so auf der Welt passiert. Der erste FC Köln. Ja, ich konnte jetzt leider nicht sehen, wer wo gelandet ist in der Tabelle. Köln war ja im Kampf um die Herbstmeisterschaft, scheint in der Rückrunde ein bisschen abgesoffen zu sein, sind jetzt im UI-Cup, also aber trotzdem Chancen aufs internationale Geschäft, wo wahrscheinlich auch Erzgebirge Aue mitmischen wird, haben jetzt 0-0 gegen Betis Sevilla gespielt. So, Transfers, da haben wir lesen jetzt nur noch die Vorabstärke 8, da wir ja kein Zweitligist haben. Keinen Zweitligisten trainieren. Corey Gregory wechselt von Arsenal nach Dortmund, 19-Jähriger. Gene Simpson von Werder Bremen nach Hertha BSC. Viele Transfers jetzt natürlich. Baumberger von Alba nach zum 1. FC Köln. Agu von Aue nach Udinese Calcio. Gucken, wann wir hier einen neuen Job finden werden. Folge 150. Ich garantiere nicht, dass wir in diesem Part schon einen neuen Job bekommen werden. Ja, wir werden mal noch ein paar Röchskin simulieren. Köln mit einem 1-0. Keine torreichen Duelle hier mit Sevilla. Köln ist aber in der nächsten Runde, trifft jetzt auf Lazio Rom. Und Heidenheim ist auch dabei, spielt gegen Roter Stern Belgrad. Deutsche Team. Ja, Deutschland will die Euroleague verteidigen. Ich weiß ja nicht, ob Gladbach vielleicht sogar in der Champions League mitspielt. Würden sich ja die Euroleague gerne verteidigen wollen. Dann haben wir, ja, jemand möchte seinen Titel verteidigen. Imagine that. So, dann haben wir keine Transfers hier, die ich vortragen möchte. Ja, ich kann jetzt leider diese Folge der Doku nicht ewig ziehen. Deswegen einen neuen Job. Gibt's wahrscheinlich erst im nächsten Part. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Köln verliert 0-1 gegen Rom. Ah, ich habe vergessen, Heidenheim war ja auch dabei. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie Heidenheim das Hinspiel bestritten hat. Aber sie gewinnen das Rückspiel 3-0 gegen Roter Stern Belgrad. Das Hinspiel ging unentschieden aus. Köln hat es auch noch gedreht mit einem 3-1, also sowohl Köln als auch Heidenheim sind weiter. Heidenheim spielt jetzt gegen Wolverhampton Wanderers und Köln gegen Kopenhagen. Dann haben wir Transfers. Mintoff verlässt Heidenheim, geht nach Manchester United. Dann haben wir außerdem Krüger, wechselt von Hoffenheim nach Sparta Prag. Muss man jetzt immer genau hingucken, ob Hoffenheim oder Heidenheim. Lecho wechselt von Hoffenheim nach Eindhoven. Marmo Lecho. Komplizierte Namen hier. Lothen wechselt von St. Pauli nach Neapel. Dann steht der Saisonstart bevor. Mal wieder habe ich hier keinen Zugriff aufs Internet. Mal wieder habe ich keinen Zugriff auf Tabellen. Ich sehe nicht, wer jetzt genau alles abgestiegen ist, wer genau wo gelandet ist. Ich kann jetzt mit mir natürlich denken, wo ich den UI-Cup sehe, zumindest wo Heidenheim und Köln gelandet sind. Heidenheim verliert jetzt 1-0 gegen Wolverhampton, Köln verliert 1-0 gegen Kopenhagen, kein guter Spieltag. Aber ich würde gerne die Tabellen und Statistiken sehen. Mal gucken, wie lange es dauert und wo ich landen werde. Ich kann mich seelisch auf die dritte Liga einstellen. Heidenheim spielt unentschieden im Rückspiel und ist draußen. Köln gewinnt mit 2-3. Ist damit, sind sie weiter oder nicht? Ich weiß jetzt nicht, welches das Heim- und welches das Auswärtsspiel war. Köln hat noch eine Chance. Heidenheim ist draußen. Es wird nichts mit dem First Ever Euroleague, mit der ersten Teilnahme. Ich glaube, dass Heidenheim noch nie international dabei war. Dann haben wir keine Transfers, die für mich von Interesse sind.
interessiert natürlich auch was mit dem HSV. Ich hatte mit diesem Kader noch einiges vor. Dass der HSV finanziell nicht so gut mit Geld umgeht, das kennt man ja. Wolfsburg in der Champions League Quali spielt 1-1 gegen AS Thessaloniki. Schalke gewinnt 3-0 gegen Slovan Liberec. Ligapokal Leipzig gegen Schalke. Damit ergibt sich für mich ein klares Bild, wer wo die Saison beendet hat. Schalke gewinnt 2-0, obwohl ich habe ja in der 84. Minute am 34. Spieltag noch gesehen, wie die Tabelle aussah. Ich sollte mal nicht so tun. Aber ja. Schalke gewinnt 2-0 gegen RB Leipzig im Cup der Goldenen Ananas. Wolfsburg gewinnt 2-0 gegen Eintracht Frankfurt. Damit das Halbfinale. Schalke gegen Bayern und Wolfsburg gegen Dortmund. Dann haben wir noch weitere Transfers. Goro Sabel von Toulouse nach Aue. David Davis, schöner Name, von Bologna nach RB Leipzig. Benigno Fernandes von Huesca nach Heidenheim. Lefebvre von Leverkusen nach Wolverhampton Wanderers. Halke von Dynamo Dresden nach Hoffenheim. Ja, geht es mal weiter. Wir sind im August des Jahres 2029. Die WM steht im nächsten Sommer wieder auf dem Plan. Champions League steht natürlich auch immer auf dem Plan. Schalke gewinnt auch das Rückspiel, ist damit qualifiziert. Wolfsburg gewinnt das Rückspiel auch, ist auch qualifiziert. Folgende Gruppen: Gruppe 1, Newcastle, Bordeaux, Heart of Midlothian und Vojvodina Novi Sad aus Serbien. In Gruppe 2 Tottenham Hotspur, AS Monaco, Nordsjælland und Nicosia. In Gruppe 3 Man City, Rotterdam, Valencia und Besiktas. Wer hat jetzt nochmal gewonnen? Man City oder Man United? Ich glaube Man City, oder? So, in Gruppe 4 Schalke, Lille, Lechanes und Guimaraes. Eine machbare Gruppe. In Gruppe 5 Bayern München, Sampdoria, Genua, die italienischen Doublesieger Motherwell und Ostende. Zwei schottische Teams hier dabei. In Gruppe 6 Derby County, Eindhoven, Barcelona und Luhansk aus der Ukraine. Immer schön hier einige neue Namen mal zu sehen. RB Leipzig in einer Gruppe mit Vitesse Arnhem, Juventus Turin und Molde FK aus Norwegen. Wolfsburg in einer Gruppe mit AC Florenz, Midtjylland aus Dänemark und FC Basel aus der Schweiz. Ligapokal wird auch noch gespielt und danach geht die Bundesliga los. Bayern gewinnt 1-0 gegen FC Schalke. Wolfsburg verliert mit 1-3 gegen Borussia Dortmund. Bayern gegen Dortmund, der Klassiker im Ligapokalfinale. Ein Vorgeschmack auf die Bundesliga-Saison hier in der Euroleague. Keiner mehr dabei, 1. FC Köln ist also auch ausgeschieden. Transfers haben wir dann auch noch. Ramirez vom Hallescher FC nach Olympique Lyon. Dos Santos von Lille nach Dresden. Mina von Wiesbaden nach Hertha BSC. Ich werde jetzt zumindest mal ein oder zwei Wochen noch simulieren. Den Ligastart nehmen wir mal noch mit. Bayern gegen Dortmund. Es gibt keine Tore. Erst im Elfmeterschießen, wie im Euroleague-Finale von Gladbach. Bayern gewinnt im Elfmeterschießen mit 5-4. Nach Torlosen 120 Minuten und da ist der Ligastart in der Bundesliga. Gucken wir jetzt doch nochmal, wer aufgestiegen ist, nochmal der Vollständigkeit halber. In der ersten Liga haben wir jetzt Kiel, Leverkusen und auch Hertha BSC. In der zweiten Liga haben wir jetzt Unterhaching, Fortuna Köln, den HSV nach wie vor sind zumindest nicht abgestiegen. SC Paderborn ist wieder da, SC Freiburg, ich glaube, Werder Bremen ist die einzige Lemke-Mannschaft, die noch nicht in der zweiten Liga ist, gelandet ist. Kaiserslautern, Greuther Fürth. In der Regionalliga Nord, neue Gesichter, Uerdingen, Braunschweig ist dort und so weiter und so fort. Rot-Weiß Essen auch mal schön, sie wieder zu sehen, Wattenscheid und so weiter und so fort. So, erster Tabellenführer hier sind die Bayern. Transfers gibt es auch noch. Canelio von Leverkusen nach Bordeaux. Dann haben wir noch ein Wechsel von Real nach Atletico Madrid. Sand. So, eine Woche simuliere ich mal noch. Oder zwei vielleicht. Champions League. Der erste Spieltag steht an. Da haben wir wo sind denn die ganzen deutschen Teams? Hier haben wir Schalke gewinnt 1-0 gegen Guimaraes. Bayern spielt 1-1 gegen Ostende. Leipzig verliert 1-2 gegen Molde. Und Wolfsburg gewinnt 4-2 gegen Basel. In der Euroleague keine Beteiligung gerade. Kluivert von Man City verpflichtet für über 45 Millionen. Verwandt oder verschwägert mit Patrick Kluivert. So, am zweiten Spieltag
In der 84. Minute Werder Bremen Tabellenführer. Was macht der HSV? Ich hätte gesagt, mit denen wäre ich jetzt aufgestiegen. Wir haben 3 Punkte auf dem Konto nach 2 Spieltagen. Dann haben wir einen Wechsel. Siasia von San Pauli nach Brügge. Davies von Eintracht Frankfurt nach Young Boys Bern. Rasmussen von Werder Bremen nach Seinäjoki. Und ja, Wohlfahrt, Keanu Wohlfahrt von St. Pauli nach Engers. So eine Woche mache ich mal noch und dann beende ich den kleinen Jubiläumspart. 150, die Meldefrist für den Europapokal ist abgelaufen. Kann uns gerade egal sein. DFB-Pokal in der ersten Runde. Kommt die Auslosung, nehmen wir noch mit. Die Auslosung nehmen wir noch mit. So, es gibt wohl einige Elfmeterschießen hier. In der ersten Erstliga-Duelle. Hertha besiegt Heidenheim, Schalke besiegt Eintracht Frankfurt, Augsburg verliert in der Verlängerung gegen Holstein Kiel und im Elfmeterschießen hat Köln Union besiegt. Da gab es 15 Tore insgesamt, inklusive Elfmeter. Zweitligist Aue besiegt, ja, die haben es bis ins Finale geschafft in der letzten Saison, besiegen Erstligisten Mainz. Dann haben wir, ja, Zweitligist HSV besiegt Leverkusen. Habe ich doch gesagt, mit dem Kader ist was zu schaffen. Wir sind damit in der zweiten Runde. Glückwunsch. Dann haben wir noch, ja, die Amateure verlieren alle. Zweitliga-Duelle. Nürnberg besiegt Regensburg im Elfmeterschießen und Haching besiegt Dresden. Drittligist Karlsruhe besiegt Zweitligisten Kaiserslautern. Drittligist Bielefeld besiegt Zweitligisten Halle. Drittligist Elversberg besiegt St. Pauli im Elfmeterschießen. Die Drittligisten haben alle Duelle gegen Zweitligisten gewonnen. Ingolstadt besiegt Münster. Drittliga-Duelle. Dorfthausen-Assel besiegt Rostock. Chemnitz gewinnt in Sandhausen und Hannover gewinnt im Elfmeterschießen gegen Braunschweig. Was für ein Knaller hier in der ersten Runde des DFB-Pokals. Hannover gegen Braunschweig. Braunschweig verliert leider. Zwei Amateure sind noch im Topf. Egestorf und Wiedenbrück. Da ich jetzt doch leider etwas Zeitmangel habe, kann ich mir die Auslosung leider nicht angucken. Ich muss weiter, meine Damen und Herren. Aber folgende Auslosung: Dortmund gegen Köln, Bremen gegen Hertha, Kiel gegen Würzburg, Bayern gegen Freiburg, der HSV spielt gegen RB Leipzig. So, ich muss jetzt leider weiter. Den Spieltag nehmen wir hier noch mit. Werder Bremen und Köln, beide mit 9 Punkten auf Platz 1 und 2. Dann haben wir noch ganz schnell Transfers. Löwe wechselt von Valencia nach St. Pauli. Le Marchand von Angers nach Leverkusen. Krüger von Aue nach Inter Mailand. Das ist immer ein Wechsel von der kleinen Aue Erzgebirgsstadt zu Inter Mailand. Muslia von Leverkusen nach St. Gallen. Merkel von Nürnberg nach Lille. Krüger von Unterhaching nach Villarreal. So, ich muss jetzt weiter. Wir sehen uns in Folge 151. Es hat mich gefreut, auch wenn es leider beim HSV nicht geklappt hat. Ich sage tschüss, bis dann.